Das jetzt mehr oder weniger von beiden Seiten reindrücken, nach unten ziehen, nach oben und das Wischerblatt geht mehr oder weniger schon alleine ab. Lief ja schon die ganze Zeit. Hast du mich schon wieder heimlich aufgenommen? Nee, den UPS-Mann. Okay. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video im Autozentrum Duisburg. Ganz kurz vorab für die, die jetzt schon länger auf ein neues Video von uns gewartet haben. Es war die letzten Wochen bei uns relativ stressig. Wir haben relativ viel zu tun gehabt. Deswegen kamen leider keine Videos. Ich entschuldige mich oder wir entschuldigen uns an der Stelle dafür. Ob es demnächst wieder mehr wird oder nicht, wird sich zeigen. Kommt halt immer ein bisschen darauf an, ob wir Zeit haben oder nicht. So, heute Mercedes B-Klasse W246. Baujahrmäßig, wir machen heute Scheibenwischerwechsel vorne und hinten. Also ich zeige euch, wie das vorne und hinten funktioniert. Wir haben beide Wischerblätter-Sätze oder Ersatz für vorne und hinten da. Dann machen wir heute. Das habe ich schon den Faden verloren. Wir haben so lange kein Video gedreht. Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, vor der Kamera zu stehen. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Ich zeige euch die Wischer. Wischer gibt es so eine kleine Besonderheit für vorne. Wir haben uns jetzt hier rausgesucht für die B-Klasse Baujahr. Baujahr hatte ich das schon gesagt, passen die von 2011 bis 2015, aber ihr werdet das Modell, wenn ihr das kennt, werdet ihr wissen, was er fährt, ne? Also welches Modell es geht, W246. So, wir verbauen in der Regel immer Bosch-Wischerblätter, ne? Und in dem Falle heißt der Satz AF, warte, ich muss selber mit drauf gucken, 467. Link dazu packe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung, damit ihr das auch in dem Falle noch nicht mal nachschrauben könnt, weil die Dinger sind nur gesteckt. Ist der Universalsatz, weil es die B-Klasse wohl mit verschiedenen Aufsätzen gibt. Was meine ich mit verschiedenen Aufsätzen? Komm mal mit. Es gibt hier verschiedene, wie heißen diese Dinger denn hier? Scheibenwischerarme mit verschiedenen Aufnahmen genau an der Stelle. So, und dann hat Bosch jetzt hier halt so einen Satz gemacht. Ich weiß nicht, inwiefern du das draus, vielleicht blende ich euch das auch nochmal in groß ein. Also es gibt welche, die sind gesteckt, so wie die jetzt. Dann gibt es welche mit einem Bolzen durch, die werden dann von der Seite so draufgeschoben. Und dann gibt es noch einen dritten Satz, der wird auch geschoben, kann man hier unten ganz gut sehen, ne? Also es gibt dieses Modell mit dem Bolzen, das haben wir jetzt mehr oder weniger so ähnlich hier. Ne, welchen haben wir? Wir haben die, glaube ich, hier und es gibt die halt noch. Die haben wir, ja, spielt doch keine Rolle. Ich zeige es euch heute mit dem und wie gesagt, in dem Satz ist das halt so montiert. Ich hole das mal raus, ich packe das mal aus. Sind sogar zwei Stück drin, Johann. Hä? Können wir Fahrer- und Beifahrerseite wechseln. Ne? Also ne, sind beide drin, weil aufpassen, man kann auch kaufen, könnte ich jetzt sogar bestellen, nur links oder nur rechts. Also vertut euch da nicht im Internet, wenn die irgendwie günstig sein sollten. Checkt auf jeden Fall für vorne, dass beide Wischer da drin sind. Ne? Wischerblätter. So. In dem Falle ist eigentlich fast immer so, haben wir ein langes und ein kürzeres, ne? Lange immer Fahrerseite, kurzes immer Beifahrerseite. Sieht man auch hier schon, ne? Kannst du mal kurz zeigen hier. Das ist genauso lang wie das alte. So, wir fangen an mit dem langen. Mein Schraubenzieher, gell? Mein Schraubenzieher nicht dabei. Mal einen kurzen Break machen, ich muss mal einen Schraubenzieher holen. Also Schraubenzieher solltet ihr haben, Ziehmontage. Ich habe immer meine Hochleistungswerkzeuge. Ja, das sind halt diese günstigen Schraubenzieher, weil wir die ständig hier verlieren. Haben wir irgendwie hier so 100 Stück für 10 Euro gekauft. Die können dann auch mal wegkommen. Tut halt nicht weh wie ein Markenschraubenzieher. So, folgendes. Hier sieht man schon, hier ist halt die Aufnahme für mit dem Bolzen. Die brauchen wir jetzt in dem Falle nicht. Aber ist halt so eine Universalgeschichte jetzt hier, dass man die, hatte ich ja gerade schon gesagt, auf alle Wischerarme montieren kann. So, in unserem Falle müssen wir jetzt diese Kappe hier abmachen. Die macht man jetzt hier, ja, kriegt man so ab, braucht man noch nicht mal einen Schraubenzieher. Moment. Ja, das ist ein bisschen fummelig, also die muss ab, die brauchen wir nicht. Und jetzt haben wir die Aufnahme, die wir jetzt mehr oder weniger für unsere Wischerarme brauchen. So, den lege ich jetzt an die Seite. Der Johann kommt hier ein bisschen ran. Vorsichtig, dass wir nichts verkratzen. Wischerarm nach oben klappen. Beim Wischerblätterwechsel sage ich auch in jedem Video. Wir haben ja schon ein paar zu Wischerblättern gemacht. Jetzt ist es nicht schlimm, wenn der runterklappt. Wird wahrscheinlich nichts passieren, wenn der irgendwie mal von alleine runterklappen sollte, weil hier ist eine Feder drin, da ist auch ein bisschen Power drauf. Wenn der Wischerarm oder beziehungsweise das Wischerblatt ab ist und hier oben nachher nur noch das Metall mehr oder weniger steht, aufpassen, dass es nicht nach unten klappt. Also sinnvoll ist wirklich, wenn man sich unsicher ist, empfehle ich immer, irgendwas Weiches hier hinzulegen. Einen Karton, am besten eine alte Decke oder irgendwie Klamotten, die man gerade anhat, einen Pulli oder irgendwas, auf den Bereich zu legen. Wenn euch das Wischerblatt nach unten klappen sollte, auf die Scheibe, ist die Scheibe kaputt. Ne? Also das, wie gesagt, wichtig, wenn ihr es noch nie gemacht habt, da irgendwas drauflegen, damit halt nichts passiert. So, komm mal ran hier mit der Kamera, Johann. Kriegst du das hier drauf? Ja, ne? Also das jetzt mehr oder weniger von beiden Seiten reindrücken.
nach unten ziehen, nach oben, und das Wischerblatt geht mehr oder weniger schon alleine ab. Können wir das alte mal zeigen. Sieht jetzt halt so aus. So, und das meine ich jetzt halt, wenn das jetzt hier halt so steht, ne, und das jetzt von alleine nach unten klappen sollte, der Wischerarm. Ja, so, ne? Wenn das jetzt hier drauf klappt, ist die Scheibe kaputt. Da ist Feierabend, da braucht er eine neue Frontscheibe. Von daher wirklich aufpassen an der Stelle. Also nicht so machen. Meine Sicherheitsvorschriften auf jeden Fall beachten. Nicht, dass irgendjemand da drunter schreibt, Mensch, hast du mir nicht gesagt, ich habe meine Scheibe kaputt, du hast das Scheiße gezeigt, will ich natürlich nicht. Von daher definitiv meine Sicherheitshinweise beachten. So, jetzt nehmen wir das neue Bosch Wischerblatt. Wir können das mal mit dem alten vergleichen. Und dann sieht man halt auch, ich habe die Kappe jetzt abgemacht. Hätte ich die Kappe draufgelassen, kriegen wir die Wischerblätter natürlich nicht drauf. So, das neue ist genauso einfach zu montieren. Haben wir hier oben so ein Pfeil und halt in diese Lücke jetzt hier rein schieben wir mehr oder weniger den Pin jetzt hier oben. Einfach zack, da rein. Und jetzt kommen wir rum mit der Kamera wieder. Die Pinorex hier, diese Plastikteile, kriegst du es drauf? Ja, ne? Ja. Einfach da drunter schieben auf beiden Seiten. Und das war's gewesen. Und Wischerblatt natürlich vorsichtig zurückklappen. Und ja, fertig. Machen wir die Beifahrerseite noch. Soll ich die Beifahrerseite auch zeigen? Machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Zack, und gleich kommt auch noch hinten. Ne? Also dranbleiben. Ne? Für die, die hinten auch interessiert. Der Johann sagt immer, der hat immer Angst, hinten Wischerblätter zu wechseln, weil die Wischerarme aus Plastik sind. Er hat immer Angst, den ganzen Arm abzubrechen. Aber schauen wir gleich mal. So, hier ist es noch schwieriger, den jetzt nach oben zu klappen. Warte mal, geh mal ein Stück weg mit der Kamera. In Bezug auf das mit der Scheibe, weil wenn der jetzt oben steht, du kommst da kaum hin. Ne? Und in dem Bereich jetzt hier zu arbeiten, das Wischerblatt lose zu machen, ist Spannung drauf. Wenn er dann einmal loslässt, ist die Scheibe wirklich Matsche an der Stelle. Ne? Willst du von der Seite kommen? So, hier genauso. Zack, runter, schmeiße ich an der Seite, festhalten. Jetzt habe ich hier noch den Deckel drauf. Den einmal hier losfummeln, das kriege ich mit einer Hand, hoffe ich, hin. Ah, danke. Hätte ich vorher machen sollen, ne? So, der ist ab, auch an der Seite. Neues Wischerblatt nehmen, hier oben einführen, ich zeige es dir mal so, also da rein. Dann da drunter, diese Plastiknasen da drunter drücken und das war schon gewesen. Also wenn man es kann, pro Seite eine Minute Feierabend. Ne? Also wenn man es nie macht, deswegen machen wir die Videos für euch. Ja, dann dauert es natürlich ein bisschen länger und dann sollte man auch wissen, worauf man achtet. So, jetzt kommen wir zum hinteren Wischerblatt. Das präsentiere ich euch jetzt. Ist ein H261, sieht so aus, ist auch von Bosch. Link dazu packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Und das Wischerblatt passt auch speziell, können wir einmal zeigen, auch nur wirklich auf die B-Klasse, ne? Also W246 Modell und ist halt Rear, ist halt für hinten. So, packen wir das Ding mal aus. Ist um einiges kürzer als wie die Wischerblätter vorne, aber man braucht ja auch eine klare Sicht für hinten, wenn man rückwärts fährt und nicht nur nach vorne, richtig? Sieht so aus, ist komplett aus Plastik und ja, schauen wir mal. Ich nehme mal zur Sicherheit meinen Schraubenzieher mit, ich glaube zwar nicht, dass wir den brauchen, dann gehen wir mal nach hinten und dann schauen wir uns das mal an. So, ich glaube B-Klasse hinten habe ich auch noch nie gemacht. Erstmal checken hier. Muss ich mir selber angucken. Also ihr seht hier, ihr habt quasi hier in der Mitte nur so einen Steg, da wird das Wischerblatt gehalten und das muss mehr oder weniger jetzt nach unten rausgedrückt werden. Und das ist halt das, wo der Johann immer, ich sag mal, hier steht und jetzt so runterdrücken will und dann denkt, der Wischerarm bricht mit ab, kann natürlich auch passieren. Ne? Also unter Umständen, wenn man da jetzt nicht aufpasst, habt ihr halt wirklich das Problem, dass man den ganzen Wischerarm abbricht und dann braucht er nicht nur ein Wischerblatt, sondern auch einen ganzen Wischerarm. So, ich versuch's mal. Ich halte in der Regel immer hier fest, also dass du jetzt hier nicht so runterbrichst, also hier Druck drauf gibst, sondern hier Hand hin und jetzt, da war schon ab. Ich zeige es euch nochmal. Willst du mal von der anderen Seite kommen, Johann? Dann können wir es nochmal zeigen. Also ist wirklich ganz easy drin. Hand hier hin und mehr oder weniger hier nur runterdrücken, Wischerblatt raus. Ne? Neues Wischerblatt nehmen, legt man sich daneben, sieht genauso aus. Und das neue Wischerblatt mit dem Steg mehr oder weniger jetzt hier in diese Ritze oder Lücke klickt. Warte, ich gehe mal mit dem Mikro ran. Reindrücken, klickt. Einklappen, fertig. Wunderbar. Bist du zufrieden, Johann?
Jawohl, super. Habe ich alles richtig erklärt oder gibt es noch offene Fragen? Wenn offene Fragen sein sollten, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und was ich auch mal wissen würde zu einer B-Klasse, da streiten wir uns auch immer hier. Wer von euch da draußen fährt, oder die, die das Video sehen, werden wahrscheinlich eine B-Klasse fahren. Wie alt seid ihr? Ne? Was ist heute so die Zielgruppe von einer B-Klasse? Ne? Eher so 20- bis 25-Jährige wahrscheinlich nicht, aber so nach oben offen. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare, wie alt ihr seid und ob ihr schon mal Wischerblätter selber an eurer B-Klasse oder an euren anderen Autos gewechselt habt. Das würde mich freuen. Es gibt auch schon 2, 3 andere Videos zu dem Auto auf unserem Kanal. Die sind jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter, aber gut geklickt. Gerne mal durchschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Als nächstes Video können wir schon mal anteasern. Machen wir wahrscheinlich heute auch. Wir haben heute ein bisschen Zeit. Gibt es auch im Bezug auf Mercedes. Ich kann mir das Auto nicht mehr. Viano. Viano, ein bisschen Kaufberatung, Fahrzeugvorstellung. Den Johann, sein alter Bus geht weg. Der hat einen neuen Bus. Ja, den hat er heute nicht mit. Nicht schlimm. Das kommt als nächstes Video. Ich würde sagen, bis dann. Ciao.